Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Sims 4 an die Uni. Und sie macht gerade noch ihre Hausarbeiten, denn das wollte ich ja zuerst abschließen. Denn heute hat sie ja frei, bin ich der Meinung. Ja, also sie muss halt erst heute Abend wieder arbeiten. Ja. Und das Video ist sehr krass aktuell, ja. Weil ich nehme das am 3.2. auf und das kommt auch am 3.2. online, voraussichtlich. Ich hoffe, es klappt alles so, wie ich will. Ja, es liegen nur ein paar Stunden dazwischen. Aber ich habe es leider nicht früher geschafft, das Ganze hier fertig zu machen. Deswegen kritisch die ganze Sache. Aber ja, wir kriegen das schon hin. So, und dann kann sie dann nachher ja auch direkt die Sachen für Ethik machen. Oh, jetzt hat sie das nicht zu Ende gemacht. Dein Ernst? Na egal. Dann macht sie das gleich noch. Und dann, let's go. Wir müssen nämlich auch gleich noch was essen. Warum laggt das gerade? Das ist nicht so gut. Möchte vorbeikommen und abhängen. You can do this. Also wäre zumindest ganz cool eigentlich. Weil ich meine, that's our friend, so. Was will er von mir? Geh weg. Ich lass dich nicht rein. Ich langweile mich. Nein. Hier. Dich kann ich hier reinbitten. You're my friend. Dann sieht er, dass wir halt quasi nichts haben. Aber egal. Dann lassen wir die Sachen weg. So, dann machen wir die Hausaufgaben immer noch. Dann können wir ja mit ihm quatschen. Bitten, sich den Haushalt anzuschließen. Nee, das ist eigentlich nicht mein Ziel. Ich möchte wirklich nur einen Sim haben gerade. Das ist nämlich schon anstrengend genug, weil wir haben leider gar kein Geld. Hallo, könnt ihr miteinander reden? Danke. So, weil die sollen ja auch keine Liebesbeziehung haben oder whatever. Die sollen ja einfach nur sich hier lieb haben, so Freunde und so mäßig. So, dann über Probleme beschweren. Also wir können ja theoretisch was essen gehen. Ich habe, glaube ich, kein Restaurant irgendwo platziert. Wir können mal ganz kurz was platzieren gehen. Es gibt bestimmt irgendwo ein schönes Dingens-Restaurant. Wir können das ja vielleicht auch in Sameshuno platzieren. Weil wir haben jetzt zum Beispiel ja auch viele Orte, wo wir jetzt nicht unbedingt was machen würden. Deswegen, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Galerie. Oh, warum bin ich nur offline? Warum? Kann es bitte einfach schneller gehen? Hallo? Ich habe Internet. Wirklich? Wirklich? Hallo? Warum dauert das immer so lange? Vor allem ist es noch nicht mal immer so, aber ich möchte doch hier nur das hier machen. Ich musste jetzt erstmal, also es hat einfach nicht geladen. Ich habe das jetzt rausgeschnitten für euch, weil, naja, es ist jetzt schon ziemlich langweilig. Und wir haben jetzt, ich habe jetzt was platziert, auf einem, also was ich halt in meiner, was ich mal abgespeichert hatte, was ich runtergeladen hatte. Und ja, dafür ist das gut, dass man runterladen kann. Auf jeden Fall habe ich ein Grundstück auf 20x20 hier gefunden in dem Dings. Und das platziere ich jetzt gerade. Ich hoffe, dass das wenigstens nicht so lange dauert, weil eigentlich dürfte es das nicht, ehrlich gesagt. Aber ja, ich schneide das, bis wir dann endlich da sind. Wir sind zurück! So, und dann reisen wir jetzt mit Olivier nach Windenburg, denn dort muss ich das platzieren, weil wir irgendwie kaum 20x20 Felder haben. Ja, und da reisen wir jetzt hin. Mit Olivier. Let's go. Ich muss jetzt gucken, dass ich ein bisschen länger aufnehme, dass das ungefähr trotzdem gleiche Zeit ist. Hoppla. Aber nein, wird schon passen. Es wird schon alles easy, ja? La. Okay, dann. Oh. Man muss hier schick aussehen. Also ich meine, sie sieht schon süß aus, so, ne? Also kannst du nichts gegen sagen. Wir würden gerne um einen Tisch bitten. So. Also ich denke eher so, warum zieht er sich dann nicht auch um? So. Aber hey. Kann man machen, ne? Oh. Jetzt hat er sich umgezogen und wirft seine Sachen weg, die er in seinem Inventar hat. Lecker auf jeden Fall. Er setzt sich jetzt an den Tisch dann mit uns. Aber nein, wir scheinen draußen zu sitzen.
Das wäre doch ganz gut. So, dann setz die und dann können wir auch direkt bestellen. Ich hoffe, die haben auch Sachen, die nicht so teuer sind. Weil wir haben halt nicht so viel Geld. Wer ist sie? Kenne ich nicht. Für Tisch bestellen, bitte. Die bieten doch wenigstens Wasser an, oder? Ja, Wasser. Weil wir haben nicht so viel Geld. So, und dann nehmen wir natürlich aber auch einen Hauptgang. Und das günstigste ist ein Kronenbraten. Oh mein Gott. Aha, das ist trotzdem teuer. Das ist aber alles noch teurer. Hoppla. Dann kann sie das hier essen. Und bei ihm kann er das nehmen. So. Dann müssen wir nur 16 ausgeben und das schaffe ich noch. So. So, die beiden sehen sehr glücklich aus. Die können jetzt auf jeden Fall miteinander reden. Weil. Naja, diese Freundschaft muss ja aufrecht erhalten bleiben, ne? Also, es wäre zumindest sehr, sehr schön, weil die beiden sind schon ganz cute, so, als Best Friends, so. Aber mehr halt auch einfach nicht. Also, ich sehe halt einfach nicht mehr bei denen, ne? Deswegen. Oh, das ist, der eine aus Sulani, ne? So, mal gucken, wie gut das heute funktioniert mit dem ganzen, hier, wie heißt denn das? Hier mit dem Restaurant. Weil das ist ja immer so eine Sache, ne? Ich muss hier übrigens immer Screenshots machen, das ist ganz wichtig. Weil wer weiß, vielleicht ist das ja unser cooles Thumbnail oder so. So, okay. Ich und meine Screenshots, aber wenn ich privat spiele, genauso. Ich werde vielleicht irgendwann mal ein Video machen, wie ich privat Sims spiele. Weil ich glaube, das kann schon funny sein. Sie muss jetzt aber gleich erstmal strollern gehen. Ich glaube, das ist nicht unser Essen, genau. Dann geht sie erstmal strollern, weil das ist erstmal wichtig. Weil hier hat sie wenigstens direkt ein Klo und muss nicht erst weiter weggehen, in Anführungszeichen. Weil ich meine, wir haben ja zu Hause noch kein Klo, weil wir noch nicht so viel Geld haben, aber... Apropos, wo müssen wir anfangen? Um 18 Uhr. Das wird auch ein bisschen knapp, glaube ich. Aber ja, wir kriegen das schon hin. Bis dahin werden wir schon fertig sein mit Essen oder so. Hoffe ich doch mal. Ja, weil das dauert ja manchmal alles ein bisschen länger, als man sich das wünscht. Ist so das Problem. Wo geht sie hin zum Händewaschen? In die Küche. Ich glaube, das soll so nicht sein. Das werfe ich mal kurz weg. Was tut sie denn? Oder er? Oder ist mir auch ehrlich gesagt egal. Aber naja. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich unser Essen kriegen. Da ist ein famous Typi. Hat er unser Essen dabei? Oder warum ist er jetzt hier? Wir haben schon bestellt. Hä? Das hat mich verwirrt. So, jetzt können wir nochmal über ihn reden. Dann machen wir ihm Kompliment über sein Outfit. Und dann verschönern wir ihn seinen Tag. Und dann... Keine Ahnung. Fragen wir ihn nach seinem Tag. Wie war denn sein Tag so bislang? Da kommt, glaube ich, unser Essen. Das wäre sehr, sehr schön, weil wir haben schon nur noch 2 Stunden Zeit. Hm. Yay. Dann brauche ich auch wieder ein Foto, weil sonst funktioniert das hier nicht. Wir machen das am besten so ungefähr. Weil das Ding ist, je nachdem, wie ich das mache, ich muss das ja auch richtig vernünftig draufkriegen hier, ne? Weil das Logo ist da ja noch. Deswegen, ich werde schon das schönste Foto raussuchen. Wir kriegen das hier alles hin. Ihr werdet ja sehen, was das Thumbnail ist. Und ich meine, es wird euch noch nicht interessieren, wie ich meine Thumbnails mache, aber es ist mir gerade egal. Weil ich möchte Sachen machen, die hier. Ich habe keine Lust auf den Pauseplayer, okay? Zurzeit, in letzter Zeit. Ich mache lieber direkt während der Aufnahme schon Screens, die ich dann als Thumbnail benutzen kann, ehrlich gesagt. Weil Pauseplayer ist zwar auch cool, aber manchmal auch ein bisschen nervig, deswegen. Ja, wird schon. So. Ich hoffe, dass das hier schnell geht. Damit sie schneller isst, würde ich das mal kurz wegklicken. Damit sie schneller auf isst. Weil das wäre halt wichtig. Weil sie muss in einer Stunde dabei sein, so. Und dann. Ja. Warten wir noch kurz, weil er ist noch am Essen, glaube ich. Okay, dann bezahlen wir einfach mal.
So. 16 Dollar. Na gut. Aber das haben wir ja direkt raus, wenn wir eine Stunde arbeiten gehen. Deswegen freut sie sich gerade, dass Kayla Fleming da ist, weil die ist doch auch famous, oder? Ja, aber sie rastet nicht aus. Sie redet einfach mit ihr, als wäre es nichts. Aber naja, kann sie machen, oder? Ich meine, ich verbiete es ihr nicht. Sie muss halt gleich arbeiten, deswegen kann sie eh nicht lange mit ihr reden. Alle sind hier so und sie denkt sich nur so, ich wäre gerne alleine hier. Aber naja, als ob sie jetzt mit dem Fahrrad fährt. Wie sie mich verarschen. Nein. Fährst doch jetzt nicht mit dem Fahrrad dahin. Fährst du durch die Wohnung? Oh mein Gott. Ich weiß ja nicht, aber allein mit einem Kleid auf dem Fahrrad sitzen ist schon nicht so das, was ich sehe bei ihr. Aber ja, kann man machen. Oder so. Ja, schafft sie es auch noch irgendwie zur Arbeit? Lol. Der Weg war ganz schön lang. Also die Musik in den Dingens hier ist ganz gut. So, sie ist zur Arbeit. Ist es jetzt... Warum fährt sie jetzt von hier aus nochmal zur Arbeit? Oder ist sie jetzt schon zurück? Nein. Ist sie... Na, sie geht jetzt zur Arbeit, oder? Ja. Okay, ich dachte schon so, hä? So. Ihre Leistung steigt auch, das ist supidupi. Vielleicht wird sie ja heute schon befördert. Natürlich ganz knapp nicht. 132. Wir beschweren uns erstmal. Hallo, ich möchte mich beschweren. Können wir... Warum können wir uns nicht beschweren? Hat sie ihr Fahrrad dabei? Ja. Okay, jetzt kann... Ach so, sie muss erst wütend davon sein. Wir sind erstmal auch wütend, weil wir kommen gerade von unserer Arbeit. Und das sehe ich jetzt auch nicht ein. So, und ich hoffe, dass jetzt jemand rauskommt, damit wir uns beschweren können. So, und dann wütend über Lärm beschweren. Das sehe ich nämlich gar nicht ein. Wie wütend sie einfach sein kann. Du hast recht, das war ein bisschen rückzugsweise. Wir werden versuchen, leiser zu sein. Dankeschön. So, und dann gehen wir jetzt hier rein. Und ja, wir können jetzt erstmal vielleicht weiter unsere Hausarbeiten machen. So, wir müssen ja beides noch vervollständigen. Wir sind ja bei beiden nicht ganz fertig geworden. Deswegen, let's go, ne? Sie hat ja gerade nichts zu tun und dann kann sie gleich nochmal Haya machen. Aber erst macht sie das ja alles fertig, damit das in Ruhe bereit ist. So. Dann muss sie sich morgen keine Gedanken mehr machen. So, Level 3. Cool, wir haben Punkte bekommen. Können wir uns damit vielleicht schon was holen, was uns vielleicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise helfen könnte? Blitzbruder, Blitzleserin, Frühaufsteherin, Nachteule. Ja, das können wir uns halt eh gerade nicht leisten, deswegen, ja. Ein Kurs mit einer 1 abschließen. Naja, okay, das könnte man ja hinkriegen. An Gastvorlesung teilnehmen. Gastvorlesung. Oh, okay. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie man das machen muss. Klicke auf die Vorlesungsräume der Universität, um an Gastvorlesungen teilzunehmen. Das kriegen wir vielleicht hin. Level 5 der Fähigkeit forschen und debattieren erreichen. Das kriegen wir vielleicht auch hin. Ja, deswegen, wir müssen mal gucken. Aber das wird schon. Das wird schon. Wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen. So, ich hoffe, dass sie jetzt hier schnell fertig wird. Dann kann sie Haya machen. So, wenn sie das hier alles fertig hat, dann ist supidupi. Supidupi und so. Ja, genau. Ich habe sonst, glaube ich, auch gar nichts zu erzählen gerade. Sonst würde ich es gerne tun. Aber wir sind nicht an so einem Punkt angelangt. Sie muss halt gleich einmal richtig dringend pullern, aber ich glaube, sie geht erstmal duschen. Weil sonst muss sie hin und her laufen. Und dann kann ich ja schon mal das Klo suchen. Das ist da hinten. Dann kann ich das ja schon mal anklicken. Essen muss sie dann halt später. Wir können ja vielleicht schon zu den Uniräumen da hingehen. Vielleicht. Eventuell.
Obwohl, fängt es nicht um 9 an schon? Oder erst um halb? Um halb. Aber das Ding ist, ich glaube, sie schafft es noch nicht mal mehr zum Klo. Ja, sie geht noch zum Klo, okay. Ich glaube, das Klo ist erstmal wichtiger. Aber ich hoffe, sie schafft es jetzt noch rechtzeitig. Morgen ist Liebestag, okay. Sie muss ganz dringend jetzt auf jeden Fall zu ihrer Vorlesung gehen, weil sonst wird sie zu spät kommen und dann wird sie wieder Probleme haben mit ihrem Leben. Und das ist nicht so gut. Weil Probleme haben im Leben ist halt einfach nicht das Wahre. Sie hat den Kurs besucht, aber war nicht ausreichend vorbereitet. Das ist halt einfach eine Lüge. Wir waren vorbereitet. Wir mussten nur auf Klo. Mann, wir müssen jetzt erstmal... Vielleicht gucken wir uns halt mal so ein Gastvorlesungsding an. Wir gucken erstmal hier, wir brauchen erstmal was zu essen. Wir haben ja immer noch keine Küche, weil wir ja nicht so viel Geld haben. Ja, aber das wird alles. Ich meine, sie wird jetzt ja auch bald wahrscheinlich dann befördert. Und das wäre ja so ein Ziel, ne? Warum hat mein Spiel keine Rückmeldung? Wenn mein Spiel jetzt abstürzt, dann weine ich übrigens. Okay. Man muss hier sicher gehen, ne? Also, weil das wäre nicht so schön. Ich mag es nicht so, wenn mein Spiel abstürzt, wisst ihr? Kann es jetzt auch mit dir eigentlich jetzt zu Ende laden? So, excuse me? Du verwirrst mich so. So sehr. Platzmangel, ja. Wie lange lädt das denn jetzt schon wieder? Ich möchte doch nur was essen. Ich weine gleich, wirklich. Dankeschön. Das ist sehr nett. Wer ist hier? Wer ist das? Das ist Thomasin Alfaro und Nelly Jacobs. Die sieht nett aus. Freundlich vorstellen. Nein. Aus. Ey, wo ist sie hin? Kennen wir den nicht? Ja, ich glaube schon. Stimmt. Mit ihr hatten wir auch schon mal gesprochen, ne? Über Professor beschweren. So, oh, achso. Ich dachte, sie wollte was vorführen, okay? Nur das Ding ist, ich hoffe, es kommt jetzt gleich jemand, wo wir dann hier was bestellen können. Abendessen ab 17 Uhr. Moment, Abendessen? Da ist der Verkäufer, okay, ich dachte schon. Weil, das sehe ich nicht ein, dass die halt zum Mittag hier nichts zu essen machen. Also, das wäre schon ein bisschen heftig so, weil nicht jeder kann sich hier Essen leisten, ne? Das ist halt so das Problem. So, dann gucken wir mal. Warum macht er das eigentlich? Wieso? Ich will das doch nur bestellen. Lass mich das Essen bestellen. Nein. Hallo, da ist doch Essen. Danke. So, wir nehmen Fish and Chips. So. Dann hier. Hello. I want to eat something. Wann fängt unsere nächste Vorlesung an? In 3 Stunden. Jetzt haben wir 5 Tage Zeit, unsere Hausarbeiten zu machen. Lol. Ist einfach so heftig, ne? Das Ding ist, ich muss halt auch noch Präsentation machen und die Abschlussarbeit schreiben, ne? Aber das wird schon. Die müssen wir einreichen. Das heißt, wir haben keine richtigen Dingens. Sie hört Musik nebenbei, das ist auch nicht schlecht. Bis 16.25 Uhr. Vielleicht können wir danach noch so eine Dingensvorlesung reinhauen. Warte, die beginnt ja erst gleich. Wie lang, wenn ich jetzt hier Gastvorlesung... Findet von 17 bis 19 Uhr statt. Okay. Dann müssen wir halt danach mal gucken, ob da irgendwas wäre, was uns halt was bringen würde. So, und dann... was ist mit denen? Wir können ja... Also ich hätte jetzt gesagt, wir holen den PC raus. Aber wir haben eigentlich kaum Zeit dafür. Weil, wir jetzt ja schon wieder loslaufen, gleich, um zur Vorlesung zu laufen, oder? Sie geht ja jetzt schon los. Genau. Deswegen ist das, glaube ich, ein bisschen schlecht. Aber das ist schon okay. So, jetzt ist sie wenigstens pünktlich da. Damit das hier alles läuft und ihr geht's auch ganz gut.
Das ist immer schön. Wegen Sozialkontakt ist sie aufgeladen, das ist auch gut. So, sie besucht die Vorlesung. Let's go. Und dann gucken wir mal, wie das hier aussieht. Dann würde ich sie noch, also würde ich halt noch gucken, wie das mit den Gastvorlesungen aussieht. Dann gucken wir mal. Also sie hat super mitgearbeitet. Unterrichten. Cool. So, jetzt ist 5 Uhr. Also an Gastvorlesung teilnehmen. Gehen die wirklich bis 17 Uhr dann? Bis 19 Uhr. Das wäre halt ein bisschen schlecht, weil das können wir nicht machen. So, sie kann aber ein bisschen herumfahren, um noch ein bisschen Spaß zu sammeln, bevor sie arbeiten geht. Weil das muss halt auch mal sein, ne? So. Und jetzt geh bitte einfach und fahr zur Arbeit. Dann müssen wir das mit der Gastvorlesung halt einfach an einem anderen Tag machen. Beziehungsweise vielleicht haben wir, vielleicht können, naja, andere Arbeitszeiten ist halt auch schlecht, ne? Ich glaube, das mit Gastvorlesung wird einfach erstmal nichts. Aber da können wir jetzt auch einfach nichts dran ändern. Das ist halt so die Sache, ne? Deswegen, ja. Ich denke, ich werde euch dann den Teil überspringen, wo sie bei der Arbeit ist. Und dann euch quasi in der nächsten Folge dann zeigen, wenn sie halt nach Hause kommt. Und dann spielen wir wieder zusammen. Weil ich meine, warum sollte ich euch dann im nächsten Part direkt zeigen, wie sie halt hier arbeiten ist? Das wäre richtig unnötig. Deswegen, wir sehen uns das nächste Mal. Wir sehen uns für an die Uni. Bis dahin und tschüss!